Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Shelia und ich drehe dieses Video heute für all diejenigen Leute, die sich angemeldet haben für die Pre-Liste für Zielgruppe und Positionierung. Es sind schon auch die ersten E-Mails eingegangen und ich habe gedacht, ich fange heute damit an, einfach kurz zu berichten, was so eine Grundtendenz ist. Und es gibt so in etwa drei Hauptthemen, die ich immer wieder höre in diesen E-Mails. Und weil ich fest daran glaube, dass es uns besser geht, wenn wir hören, es geht anderen auch so, weil eine gewisse Normalisierung eintritt und wir nicht glauben müssen, dass wir verrückt sind, da teile ich diese Erkenntnisse oder diese Grundtendenzen mit dir heute. Das erste, was ich gehört habe, ist von Menschen, die nennen sich selber sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Ich habe letztes Jahr gesehen, wie das herumgegangen ist im Netz, auch mit Mara Stick zum Beispiel, die über dieses Thema spricht. Das sind sogenannte Scanner-Persönlichkeiten. Was heißt das? Das heißt, soweit ich das verstanden habe, diese Menschen sind vielseitig interessiert, sie haben vielfältige Talente und sie sind sehr optionsorientiert und tun sich wahnsinnig schwer, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren. Und wenn sie das versuchen einzuengen, fühlen sie sich schlecht. Das müssen sie was abgeben müssen, was loswerden müssen, was sie gar nicht, wo sie keine Tür schließen wollten. Kennst du das? Bist du auch vielseitig interessiert und hast Schwierigkeiten, deine Zielgruppe zu reduzieren? Dann bist du total normal. Ich werde ein Video dazu bald drehen für euch. Die nächste Tendenz sind diejenigen Leute, die Themen haben wie Zielfindung im Allgemeinen oder auch Umbruch- oder Aufbruchsphasen. Also das sind Coaches, Trainer und Berater, die mit Menschen arbeiten, die in Phasen ihres Lebens sind, die sie Umbruchsphasen nennen. Und das Problem, was diese Personen haben, die das Thema Ziele oder Umbruchsphasen haben, ist, dass sie nicht wissen, wo finden sie diese Menschen vorgesammelt. Es ist nicht unbedingt so, dass diese Menschen überhaupt wissen, dass sie in einer Umbruchsphase sind oder wie sie darüber reden könnten, wo sie Hilfe suchen könnten. Sie versammeln sich nicht unbedingt gemeinsam in einem Verein oder einer Gruppe. Also das ist für manche dieser Personen schwierig. Wenn du dazu gehörst, bist du in guter Gesellschaft. Eine dritte Tendenz sind Personen, die einfach sehr lange schon über ihre Zielgruppe nachdenken und seit Jahren mit dem Thema Zielgruppenfindung, Expertise finden, meine Positionierung finden, herumkämpfen und die sich einfach schlicht und ergreifend hoffnungslos fühlen. Sie haben einfach nicht die Zuversicht, dass sie es irgendwann mal wieder schaffen und sie haben so viele Dinge ausprobiert, sie können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Lösung gibt. Also wenn du unter diese Gruppe gibst, sei gewiss, es gibt anderen, denen geht es auch so und du bist nicht alleine und ich werde auch für euch ein paar Tipps und Anregungen zusammenstellen. So, das waren so die drei Hauptthemen. Ich wollte euch begrüßen, ich wollte euch herzlich an Bord heißen auf diese Pre-Liste. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid und dass ihr mir Feedback gibt. Und ich würde mich auch freuen, wenn du jemand kennst, ein Kollege, ein Freund, ein Bekannter, der oder die auch von diesem neuen Kurs Successful Solopreneur Core for Training, das erste Modul Zielgruppe und Positionierung, wenn sie davon profitieren könnten, dann, dass du das einfach weiter sagst und dass du mir hilfst, das in die Welt hinauszustreuen, zu verbreiten, sodass wir alle geholfen werden können, die diese Thematik haben. Würdest du mir helfen? Ich wäre dir unheimlich dankbar. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!